habe gestern einen schwedischen Ingenieur kennengelernt und wir hatten da eine Diskussion wegen Busbearbeitung. Sie hat mir da auch noch echt einen goldenen Tipp mitgegeben. Ich habe mich beschwert über meine Ausbildung, weil Busbearbeitung bei uns nie ein Thema war. Also ich habe davon nicht ein Wort gehört in meiner gesamten Ausbildung und habe das dann irgendwann später so für mich entdeckt, so ein bisschen by doing. Ich hatte irgendwann dann einen IQ und einen Kompressor und habe die auf die Summe gehauen. Und ab dem Moment hat sich mein Leben im Studio radikal gewendet. Also wo ich früher 2-3 Tagen locker an einem Mix sitzen konnte und irgendwie 1000 Plugins überall hatte, der CPU war auch irgendwie auf Übertemperatur, habe ich heutzutage vielleicht 10, 15 Plugins in Kanäle plus Send-Effekten und ein paar Hals etc. Und ansonsten das meiste in den Bus stecken. Also für die den Bus jetzt nicht geläufig ist, das ist quasi den Hauptausgangsbus oder Subgruppen, aber eigentlich sagt man das zu den Hauptausgangsbus. Da, wo alle Signale zusammenkommen und wo ich von dieses Mädel gestern gelernt habe, also sie fand das sehr lustig, meine Entdeckung, weil die meinte, das mache ich eigentlich seit meinem allerersten Mix. Das habe ich so gelernt, dass man das so macht. Also das ist schön, dass du das für dich so entdeckt hast. Ich gebe dir jetzt auch noch eine bessere Einstellung, die ich in diese Präsentation schon eingebaut habe, das auch stimmte. Da habe ich echt erstmal gestaunt, dass es doch anscheinend ja, so ein bisschen eine verlorene Witchcraft ist. Ich hoffe, also wenn ihr jetzt alle sagt, das wussten wir alle schon, dann bin ich natürlich, das ist sehr peinlich für mich. Wie gesagt, diese Busbearbeitung ist einfach eine Sache, die euch extrem viel schneller mischen lässt. Was wir darunter verstehen, ist, dass wir in meinem Fall erst einen Kompressor einschleifen und dann ein IQ auf seine Summe. Der Kompressor tut das, was in den englischen Fachjargon Glue genannt wird. Also der fügt all diese Signale irgendwie so zusammen, dass es auf einmal nicht mehr klingt wie Einzelspuren, die zusammengeschoben werden, aber wie ein zusammenhängendes Gerüst, was auch klingt wie ein Mixdown. Ist der klassische SSL-Konsolen-Buskompressor, diesen Quad-Kompressor, der in 4000er-Serie drin ist. Ist auch genau den wir heute als Emulation von Slate nutzen werden. Das ist keine offizielle Aussage, das ist mein, ich glaube, das ist er. Aber der heißt hier FG Gray. Danach dann halt ein IQ. Und da werden wir von Softube die Pultec EQs nutzen und dann noch ein Passive Equalizer. Und da werdet ihr natürlich hören, was das mit dem Signal macht. Genau, also bei den einzelnen Spuren mache ich meistens Cuts, also dass ich da wirklich Signale aufräume und Sachen eher so rausnehme. Natürlich kommt ab und zu auch mal ein Gain drin, aber dadurch, dass der gesamte Bus schon mal richtig fett klingt, muss ich in einzelnen Spuren oft nicht mehr viel dazugeben. Also das ist dieses keine 1000 Plugins, also ob ich Klaus 1000 wirklich geschafft habe, weiß ich nicht, aber 100 ganz sicher. Also so Insert-Slots, wo von oben bis unten alles voll war. Und mir ist dabei aufgefallen, als ich meinen Wandlern und Abhör-Controller etc. geupgradet habe, dass viele Plugins, also muss ich leider wirklich auch sagen, fast alle Plugins, natürlich eine Funktion ausführen und Höhen anheben, aber dass dadurch auch immer eine gewisse Transparenz in ein nacktes Signal, was clean aufgenommen ist und nicht bearbeitet wird, auch verloren geht. Würde ich jetzt einfach mal echt mich aus dem Fenster lehnen, das wird wahrscheinlich die Hand von den Firmen nicht wirklich besonders gefahren, aber meine Erfahrung ist, dass es gibt immer einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, man hat seine Höhen gerettet von der Gitarrenaufnahme, die man vielleicht versemmelt hat, aber den Mitten- und Bassbereich von der Gitarre klingt dadurch leicht unstabiler. Und das ist auch, was diese Ingenieurin meinte, wenn man ein IQ auf eine Spur einsetzen muss, ist es eigentlich, weil man die Aufnahme versemmelt hat. Es ist nichts, also IQ ist eigentlich ein Tool, um ein Signal, das nicht wirklich gut aufgenommen ist, wieder hinzukriegen, damit man sie im Mix brauchen kann. Ich achte da jetzt sehr darauf, dass wenn ich einen Low-Cut-Filter, sage ich mal, nehme, dass ich hören kann, dass die Mitten und Höhen wirklich transparent und sauber bleiben. Und da muss ich schon sagen, dass die Sachen zum Beispiel in dem Console One mit das sauberste ist, was ich kenne. Also da, die arbeiten extrem präzise und clean.
andere Sachen färben teilweise extrem und machen leider auch recht viel Sound kaputt. Also die Sachen, die ich habe, habe ich jedes Mal gedacht, so okay, die Höhen sind schön, aber irgendwie sind meine Mitten jetzt kaputt. Muss ich jetzt mitten reindrehen oder am besten noch einen weiteren Plugin, um nochmal mitten reinzuschieben und dann geht der Bass kaputt. Und das ist so ein Teufelskreis, denn ich glaube, ich mit der Busbearbeitung ja, ganz, ganz gut im Griff kriegen kann. Ich würde sagen, wir hören uns mal die Busbearbeitung an, damit wir wirklich mal hören können, AB, was tut das? Und dann machen wir eine... Jo. Ich würde gerne eine Sache noch schnell ergänzen bei der Busbearbeitung. Ja. Meinst du durch diese Arbeitsweise auch die Hörermüdung? Und das ist ganz tückisch, wenn man anfängt mit 40 Kanälen zu equalizern, ja, dass eigentlich nach 20 Minuten, wenn wir ehrlich sind, das Gehör ermüdet ist. Ja. Und ja, man sich stimmt, einfach verläuft und verläuft und verläuft. Und wenn du auf den Bus gehst, das sehr schnell einstellbar ist, schneller organisch wird. Man hat zwar nicht das Gefühl, dass man der größte Held aller Zeiten ist, aber man stundenlang rumgeschraubt hat, dafür klingt es. Ja, ist also wirklich, sehe ich genauso. Also es ist dann wirklich so, dass, also wir hören es mal, weil das ist wirklich so das Überzeugendste. Ich habe da jetzt diesen Bus-Sachen mal eingebaut. Das Studio EQ macht nur eine Pegelabsenkung, damit der Vergleich für euch fair ist, damit es da nicht auf einmal laut wird und dann klingt es natürlich immer besser, ansonsten macht er nichts. Und ich zeige euch gleich natürlich jeden einzelnen Plugin, aber wir hören uns mal an, was diese Bearbeitung für einen Unterschied ausmachen kann. Die bearbeitete Version ist einfach fertiger. Es sitzt alles weiter vorne, es ist alles irgendwie kompakter und man holt Sachen nach vorne, die irgendwie so ein bisschen im Mix untergehen. Ich habe es auch relativ derb eingestellt, also es steht auf 6 dB extra Höhen, damit man wirklich mal auch deutlich hört, was so ein EQ dazufügt. Merkt ihr da wirklich auch diesen Unterschied in so den Blue und der Kompaktheit der Mix und dass gewisse Sachen so ein bisschen alle besser zusammenkommen und dass das EQing natürlich auch die gesamte Spuren auf einen Schlag natürlich more mix ready macht? Es klingt natürlich auch alles unterschiedlich, je nachdem, was für eine Kette man baut. Und letztendlich, was man hier sieht, ist einmal den Kompressor, der als erster kommt, damit, wenn ich EQ-Veränderungen mache, der Kompressor nicht wieder auch umgestellt werden muss. Und wenn ich Bass anhebe, der Kompressor diesen Bass wieder nicht wegnimmt. Also ich habe den Kompressor erst. Aber es gibt Leute, die machen den nach den EQ, weil die wollen nur das Signal komprimieren, was sie wirklich auch benutzen. Entschuldigung, hast du einen Bass? Nee, das ist eine sehr gute Frage. Nee, tatsächlich nicht. Also normalerweise würde ich das auch noch mit einbauen. In der Regel habe ich schon einen Filter irgendwo bei so 223, weil da unten ist eigentlich nichts, was man wirklich braucht. Und das ist absolut wichtig. In den Kompressor ist kein Filter drin. Das wäre, wenn dann auch nur ein Filter, was den Sidechain-Signal die Bässe wegnimmt. Also nee, das habe ich nicht. Also ich arbeite damit immer, dass er alles sieht. Das ändert natürlich auch das Regelverhalten des Kompressors, wenn ihr den Bassbereich nicht mehr seht. Der konzentriert sich da mehr auf der Mitte. Was diesen Gray-Kompressor so ein bisschen ausmacht, ist, dass er einen gewissen Punch mit den Drums macht, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und ich glaube, dass das besser funktioniert, wenn er den Bassbereich auch mitkriegt. Deswegen lasse ich ihn drin. Ja, und jetzt zu dieser kleinen Geschichte mit der Engineering-Gästin, die mich da auch echt schon ziemlich beeindruckt hat.
Ihre Empfehlung war es, in diesem Plugin einen Attack von 30 Millisekunden zu fahren. Das steht auch alles in der Präsentation, also das könnt ihr alles nachlesen. Und sie hatte völlig recht, also das bringt wirklich was. Ich habe das dann immer so gehabt mit nur 1-2 dB Kompression und sie hat das bei sich so eingestellt, dass es so 3-4 dB Kompression macht. Da kommen wir gleich zu, wieso das so viel ist, bei einem Ratio zwischen 2 und 4. Der Grund, wieso sie so viel komprimiert, ist, weil sie dann danach einen Teil des trockenen Signals hinzuaddiert, also sogenannte Parallelkompression. Und sie meinte, das sei auch die heilige Gral des Missions. Erst wenn man Parallelkompression einsetzt, versteht, wird man merken, wie sehr viele Sachen, wie so ein Vocal, der irgendwie so sitzt, gemacht werden. Sie meinte, das macht die meisten mit dem 1176, entweder das Plugin oder so, der das komplett plattballert und dann parallel dazu gemischt wird. In diesem Fall lassen wir relativ viel von dem trockenen Signal hinzu, weswegen wir auch mit so einem heftigen Kompressionsratio oder Kompressionsmenge auf dem Bus arbeiten können. Und das ist eine sehr schöne Sache, die hier möglich ist, was bei vielen Plugins, die ich so dafür benutzt habe, nicht der Fall ist. Dazu muss ich auch sagen, dass der mir vom Klang her sehr überzeugt hat. Also auch ein Plugin, alleine wenn man den auf die Summe packt, ohne dass man hier anfängt groß zu regeln, macht er schon irgendwie einen gewissen Vibe in sich aus.